Der Teutoburger Wald südlich von Osnabrück. Was viele nicht wissen, hier verbergen sich wahre Schätze im Boden. Und es gibt auch nur ganz wenige, die diese wertvollen Köstlichkeiten aufspüren können und überhaupt aufspüren dürfen. Zwei- und vierbeinige Spürnasen finden hier mitten in Niedersachsen Trüffeln. Die zweijährige Jule hat den richtigen Riecher. Bei der Suche nach den unterirdisch wachsenden Pilzen vertrauen ihrer Spürnase Herrchen Thomas Wittig und Pilzexperte Dieter Hohnstraß. Trüffeln stehen bei uns unter Naturschutz. Doch die beiden haben eine Ausnahmegenehmigung, die edlen Pilze aus der Erde zu holen. In Niedersachsen, wenn man einen ausgebildeten Hund hat, ist es relativ einfach, Trüffeln zu finden, denn die gibt es reichlich. Aber wir dürfen sie nicht sammeln, denn man hat sie 1986 unter Naturschutz gestellt. Deswegen, weil man annahm, die seien selten oder gar vom Aussterben bedroht. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben inzwischen nachgewiesen, dass es hier weit über 1000 Stellen gibt. Und es gibt sehr viele Trüffeln. In einigen Bereichen liegen die Trüffeln so dicht, dass man tatsächlich sagen kann, die liegen so dicht wie Kartoffeln auf dem Acker. Solche Trüffelacker werden für wissenschaftliche Zwecke registriert. Oh, das riecht aber. Das riecht aber. Ne? Wollen wir doch auch mal riechen hier. Wer von den beiden Schnüfflern hat wohl den besseren Riecher? Das kann man feststellen am Geruch, denn die geben ja bei Reife geben die ein besonderes Aroma ab in die Umgebung. Dann riecht die ganze Erde danach. Und dann kann ich also danach gehen, ein bisschen kratzen. Meistens irgendwo in der Laubschicht, da finde ich den dann schon. Und die befinde ich insbesondere dort, wo wir kalkreichen Boden haben. Und das haben wir sehr viel hier in Niedersachsen. Und dort wiederum, weil es Lebenspartner verschiedener Bäume sind, finden wir die vor allen Dingen bei Rotbuchen, bei Hainbuchen, bei Linden, bei Eichen oder eben auch bei Haselnuss. Das sind die wichtigsten Partner der Trüffeln. Weil die Trüffelsuche bei uns verboten ist, verderben jedes Jahr viele Tonnen der Delikatesse in der Erde. Stattdessen werden die Edelpilze importiert. Die teuersten, weiße Trüffeln, kosten bis zu 9000 Euro das Kilo. Um Trüffeln zu finden, ist es erstmal gut, eben einen Gefährten zu haben. In früheren Zeiten hat man auch Schweine benutzt, aber das war nur eine Nebenbeschäftigung der Schweine, die man im Wald getrieben hat, damit sie sich da vollfraßen mit Eicheln und so weiter. Und heute nimmt man Hunde, die sind pflegeleicht, die können das mindestens genauso gut wie Schweine und sind viel besser zu transportieren, leichter zu handeln. Und da ist im Übrigen jede Hunderasse für geeignet. Egal, ob so ein kleiner Mops oder eben ein großer Hund, völlig egal. Die Ausbildung zum Trüffelhund ist aber nicht einfach und dauert. Anfang des 20. Jahrhunderts war Trüffelsammeln ganz alltäglich. Großhändler verkauften damals pro Jahr bis zu einer Tonne des edlen Pilzes. Ja, fein. Aus. Aus. Durch das Sammelverbot ging das Wissen um die Fundorte mehr und mehr verloren. Dieter Hohnstraß will die heimische Delikatesse jetzt wieder populär machen. Fein. Aber ja, was für ein Klumper. Oh. Ja, so. Das ist ja fein. Ich würde mal sagen, 80 Gramm. Ja. Was meinst du? Guck mal, sie meint, da ist noch mehr vielleicht. Mhm. Aber sie prüft das dann selber. Ja. Ich sehe das immer schön, wie die das macht, wenn sie was ausgeworfen hat. Ja, wie sie sich nach hinten dreht, um alles, was ausgeworfen ist, dann auch wieder zu kontrollieren. Mhm. Da sehen wir, wie die Trüffel mit den Baumwurzeln hier verbunden ist. Guckt jetzt mal, wie dicht hier das Myzel ist. Das ist natürlich interessant. Die Trüffeln sind ja Partner von Bäumen. Und die sind mit den Wurzelspitzen hier verbunden. Und wir können dieses hier unten sehen, an diesen Wurzelspitzen, diese hellen Bereiche, das ist der eigentliche Pilz. Das ist hier die Trüffel. Nicht? Und die bildet nur ab und zu mal Fruchtkörper aus, die dann gleich neben diesen Wurzelspitzen da liegen. In der Hauptsaison zwischen Oktober und März ist Dieter Hohnstraß mindestens einmal in der Woche auf Trüffelsuche. Heute hat der 65-Jährige einige besonders schöne schwarze Sommertrüffeln gefunden, die sogar bis in den November hinein im Boden heranreifen. Bei uns wachsen auch die sogenannten Winter- und Burgundertrüffeln.
Diese Trüffel findet Verwendung als Würzpilz. Das heißt also, dass man nicht, wie wir das kennen von Steinpilzen oder Pfifferling, dass man in größeren Mengen diese Dinge isst, sondern dass diese Dinge werden fein gehobelt, damit das Aroma frei wird, hauptsächlich über Nudeln, über Kartoffelbrei. Früher, als man noch wusste, wo diese Dinge wuchsen, hat man hauptsächlich in den Nahbereichen dort an bei den Fundstellen, die in der Wurstfabrik mitverarbeitet, in den Schlachtereien mitverarbeitet, in Trüffelleberwurst wurde gemacht. Es gibt für Trüffelfreunde einen Ausweg aus dem Dilemma. Trüffeln kann man im heimischen Garten züchten, kalkigen Boden vorausgesetzt. Dieter Hohnstraß macht es uns vor. Er schneidet die reifen Trüffeln in feine Scheiben. Und vergräbt sie zwischen den Wurzeln von Eichen- und Haselnusssträuchern. Das ist eine Methode, die früher oft angewandt wurde, als es noch Trüffeln im Überfluss gab. Wenn ich echte Trüffel nehme, dann ist es die reine Verschwendung. Das ist dann auch eine sehr kostspielige Angelegenheit. Deswegen gibt es Impfstoff, so wie diesen hier, nicht? Und den kann ich also sehr dosiert an meine Pflanzen, an Haselnuss oder Hainbuche, dann im Erdreich einbringen. Und das Schöne ist dann kann ich ganz legal irgendwann auch meine Trüffeln ernten. Ein Säckchen mit diesem Impfstoff kostet 25 Euro. Das Pulver lässt sich gut dosieren. Geeignet sind Haselnuss, Hain oder Rotbuche, Eiche und Linde. Wer es noch einfacher mag, der kauft gleich Baumsetzlinge, deren Wurzelwerk schon mit den Sporen des schmackhaften Pilzes geimpft ist. Die müssen dann nur noch eingepflanzt werden. Doch wer glaubt, mit diesen Methoden schnell in den Genuss von Trüffeln zu kommen, der ist auf dem Holzweg. Wenn man dann eben so ein Bäumchen gepflanzt hat, da wird schon im ersten und zweiten Jahr werden winzig kleine Trüffeln werden dort schon gebildet, aber die sind viel zu klein zum Verzehr. Die lässt man auch im Boden, die zergehen dann. Und so, dass wir dann nach einigen Jahren, je nach Baumart und Trüffelart, nach 5, 6, 7, 8 Jahren mit den ersten großen Trüffeln rechnen können. So ein geimpftes Bäumchen kostet etwa 30 Euro. Der spätere Ertrag hängt stark von Lage und Boden ab. Trüffeln, das schwarze Gold aus dem Wald, anzubauen, das ist immer auch Glückssache. Aber irgendwann kann der stolze Züchter dann ganz legal ernten und genießen.